Arbeitgeber der IT-Branche wollen der schon lange überfälligen Verankerung einer Ist-Erhöhung im Kollektivvertrag nicht nachkommen. In der IT-Branche arbeiten rund 35.000 Beschäftigte. Hier gibt es im Unterschied zu anderen Branchen keine Erhöhung der tatsächlich ausbezahlten Ist-Gehälter, sondern nur eine Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindestgehälter. Das bedeutet für die Beschäftigten, dass ihr Gehalt nur dann erhöht wird, wenn es dem Mindestgehalt gleich ist. Die sogenannten Überzahlungen, also das, was über das Mindestgehalt hinausgeht, steigen nur dann an, wenn der Arbeitgeber freiwillig was draufzahlt. Das betrifft in der IT-Branche rund 90% der Beschäftigten. Gibt es hingegen fest verhandelte Ist-Gehälter, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, auch diese zu erhöhen. Ende Oktober fand im Austria Center in Wien eine Beschäftigtenversammlung statt, um der Forderung nach einer Ist-Erhöhung Nachdruck zu verleihen. 10% aller Beschäftigten unterliegen sind Mindestgehaltsbezieher, 90% sind Ist-Gehaltsbezieher. Das bedeutet, dass wir tatsächlich bei den Kollektivvertragsverhandlungen gerade für 10% der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eine tatsächliche Gehaltserhöhung verhandeln. Für 90% tun wir das nicht. Die IT-Branche hat zuletzt sehr gute Gewinne gemacht. Die letzten Gehaltserhöhungen waren jedoch kaum an der Inflationsrate und derzeit leiden die Beschäftigten unter der hohen Inflation. Seit 2005 haben die IT-Unternehmen in Österreich um 87,4% ihre Gewinne erhöht. Von den Dividenden an Ausschüttungen an Aktionäre will ich nicht sprechen, aber die Entwicklung der Gehälter im IT-Bereich, wie Sie wissen, ist in dieser Zeit bei weitem nicht so hoch gestiegen. Also wir wollen nur unseren fairen, gerechten Anteil und wir wollen einen gleichen, gerechten Anteil für alle. Gerade in Zeiten der Unsicherheit wegen der weltweiten Finanzkrise werden nachhaltig wirkende Einkommenssysteme immer wichtiger. Im Internet wird dazu aufgerufen, die Forderungen der IT-Beschäftigten zu unterstützen. Es gibt vieles, für das es sich lohnt, organisiert zu sein.